Meine sehr geehrten Damen und Herren, normalerweise spricht der Dirigent nicht, aber ich muss Ihnen ganz kurz etwas erzählen. Am Mittwoch rief mich unser verehrter Michael Schech an und sagte, er könne nicht spielen, das Klavierkonzert. Sie können sich vorstellen, welche Freude das für mich am Mittwoch ist, wenn wir am Samstag Konzert haben. Dann sagte er, er hat aber vor einiger Zeit mit einem sehr netten griechischen Kollegen, Pianist Tsenikoglou, gearbeitet und vielleicht ist er schon in Innsbruck und würde das spielen können. Dann habe ich ihn am Mittwochabend erreicht und er hat gesagt, ja, er hat das schon einmal gespielt, aber er müsste schon ein bisschen üben. Aber dann wollte er, dass ich gleich am Abend schon komme und mit ihm eine Probe habe. Ich gesagt, so schnell kann ich selber nicht. Ja. Aber am nächsten Tag haben wir dann eine Probe gemacht. Er hat dann gesagt, er hat noch keine Zeit zum Üben gehabt, hat dann aber die Probe mit uns Zweien schon auswendig gespielt. Das hat mich beruhigt. Es ist heute sein Debüt in Innsbruck. Er ist erst seit 2 Monaten da und ich freue mich über Ihren Applaus ganz am Ende des Stückes.